Ich liebe das Soundboard. Oh. Oh. Aber es ist irgendeine andere Map, ne? Okay. Ich muss auf Items durchziehen. Der ist nicht nach oben gelaufen, der ist. Ah. Da wird halt instant getötet. Mensch, Linda, Dankeschön für das verschenkte Abonnement. Eine Maus. Red, um zu gucken, ob da jemand ist. Sorry. Mir kam nur Knechte entgegen, aber ich weiß nicht, wo die Leiche liegt. Ich hatte nur keinen Kriegt Bock von dem. Die müsste irgendwo beim Launchpad liegen. Ja, ja, ja. Toll. Ich habe noch Voldemort und Stugi stehen sehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wer da oben steht. Voldemort und Stuggi. War das ein. Ein Voldemort oder Stuggi, einer von beiden ist ein Imposter. War das ein Vampirkill? Weiß Warlock? Ich nicht. Nee, war ein Warlock. Echt? Ja. Okay. Claire, irgendwie glaube ich genau dir deshalb nicht. Glaub mir ruhig nicht. Ja, aber ich weiß selber der Warlock, weil er es weiß. Genau, ich habe ja den Kill-Button gedrückt. Ja, wir sollten Claire, glaube ich, einfach das, also, falls es ein Warlock war, ist Stugi und Wolde am Stehen. Ja, also, ich und Wolde, ich persönlich. Falls es ein Warlock war, war es Claire, weil er einfach mitten im Gang stehen geblieben ist, wo wir eigentlich hätten laufen müssen. Jo, habe ich auch gesehen. Ja, haben wir alle gesehen. Ich bin nicht dabei. Also Claire, wenn du jetzt wirklich hier auf Warlock callst, dann hast du dich selbst gecallt. Self-report. Ja. Nee. Nee. Wir sollten nochmal darüber reden, dass Wolde hier. Können wir aufhören zu reden und einfach skippen? Genau. Ever vote on 13. Weg da. Ich glaube, es gibt auf Claire. Ja, aber das ist wieder Katze, das ist auch noch mehr. Ja, bin ich. Nein. Okay, also ich soll Smaggy umbringen, ne? Ich habe aber noch Cooldown. Mal gucken, wie viele Leute ich umholzen kann. Das ist mir ja ganz wichtig eigentlich. Das ist mir sehr wichtig. So, jetzt würde ich gerne natürlich Licht ausmachen. Wann habe ich die Möglichkeit, Smaggy wegzuhauen, ist die Frage. Ich kann Licht halt nicht ausmachen. Jetzt. Die läuft immer mit anderen Leuten rum, die Sau. Hallo. Hey, was? Stuggi ist tot, das ist traurig. Oh nein. Wen hast du gerade reported, Terste? Claire. Das weiß ich auch nicht. Die waren beide halt in der Farbe, das ist schwierig. Ich meine, also, wer auch immer halt war, ich kann Faro rausnehmen für den Kill, der ist safe. Ich kann Terste also, rausnehmen für den Kill. Zwei standen gerade in Admin. Wer war das? Mit denen ich da stand, bin ich rausgelaufen, bin nach oben gelaufen. Also, Smaggy nicht. Terste, kannst Smaggy auch für alles rausnehmen, ich war die ganze Runde bei dem. Also, Test stand am Upload und Thun stand oben im Gewächshaus. Das war ein sehr frecher Kill. Machen, weil ich bin Snitch, ich hab's eilig. Ich war im Download drin und während ich im Download war, wurde neben mir gekillt. Also Thun, dafür, dass du es eilig hast, ist es ziemlich wild, dass du nur drei Tasks hast bis jetzt. Zwei. Also, ja, man sieht das erst ab der Hälfte, oder nicht? Ab vier sieht man's. Ja. Nee, also, man sieht Dasher ist man mit sieht mir oben im Labor. Ja, aber ich weiß ja nicht, wo du... Nee, ab der Hälfte. Ich bin der Aktor, du bist ja rechts rüber, ne? Nee. Genau, ich bin oben bei der Karte. Okay. Snitch hat 2 von 8. Ah. Das regt euch mal ab. Okay. Ja, stimmt. Hab mich verlesen, war nicht 3. Stimmt, ja. Snitch hat 3 von 8. Muss man ein bisschen schneller machen, Terste. Ja, die Snitch okay. ist alive, steht ja, dann mir. Skipp ich. Muss er schnell machen. Ja.
Ja, jetzt also gessen, oder was? Die Person, die Snitch nicht gesehen hat, Vivi. Nee, du musst schnell, jetzt gessen. Du musst schnell deine Tasks machen, Terste. Ja. Terste, mach mal Snitch auf Thun, bitte. Warum? Weil er gerade nicht eben gekauft hat. Weil er gesagt hat, er ist die Snitch. Ja. Nein, Terste ist die Snitch. Ach so. Ja, mal eine ganz andere Frage, wie findet ihr meinen Skin? Also, sehr ich finde den wirklich super rustikal. Und so viele... Uiuiui, so viele Vorne gucken viele zwei Zähnchen raus. Die Zähnchen sind ich dachte, das wären Pommes, die du dual als Walross isst. Oh, ich hab gleich Pommes. Die sind gleich fertig. Ich hab gerade Waffeln. Ich würde sagen, komm her, aber die sind aufgegessen. Bis vielleicht darf ich jetzt auch mal reinstehen. Also, mir wurde halbwegs mitgeteilt, dass Terste die Snitch ist von Knechti. Jetzt muss ich das natürlich auch irgendwie überprüfen. Es ist einfach schon wieder Smiggy, ne? Es ist insane. Aber Terste macht ja nicht mal Tasks. Das wäre merkwürdig. Jetzt läuft er nach oben, er läuft die ganze Zeit rum. Könnte auch Vivi sein. Scheiße, ich hab... Ne, gleich. Das was? Ding ist... Ach, nee. Ja, ich weiß, jetzt sag ich wieder... Das oh, Ding, das Ding ist, Vivi ist Imposter. Nein, ich bin aber nicht Imposter. Und zwar, das Ding ist, da ist gerade jemand die Deacon reingegangen und vor der Deacon liegt die Leiche. Das heißt, wenn jetzt jemanden sieht, dann ist der raus dafür. Ich kann Vlesk rausnehmen, ich kann Dasher rausnehmen und ich kann Volde rausnehmen. Und tun gerade alle am Leid. Knechti, du bist ach, du warst auch tun. Also ich kann euch sagen, dass ich auch tun, sehr frisch war. Terste war Vampir. Terste war Vampir. Ich war ja derjenige, der, du weißt schon. Ja, weiß ich. Terste war mit Sicherheit Vampir, weil ich mit Terste und Smaggy rumgelaufen bin und Terste ist bei der Deacon geblieben und dann bin ich mit Smaggy nach oben weggelaufen und der war gerade noch am Leben, aber jetzt ist er tot. Und er ist nicht in der Runde gestorben. Doch. Warte, du bist der Deacon nach oben gelaufen? Doch, es wurde angezeigt. Nee, ins Y nach oben. Y nach oben. Es wurden alle drei Leichen angezeigt. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber der war in der Runde, war der, der ist beim Report, war der am Leben. Achso. Hä? Ja. Wenn man vom Vampir gebissen wird und reported wird, stirbt er. Ja. Nee. Der ist, beim Report so, ist der Hand in Hand mit mir ins Y gelaufen und jetzt ist der tot. Das heißt, der Terste muss 100% Vampir gewesen sein. Ach stimmt, ah! Hä, das bin ich mit, sorry, das hat gerade gedauert. Smaggy wurde doch schon tot angezeigt. Aber er muss dann doch vom Vampir gebissen worden sein, oder? Wen hab ich denn reported? Aber lässt mal, wenn du dann halt ins Meeting reinlädst, dann, wenn er in dem Moment noch gelebt hat und im Meeting tot ist, dann ist nichts anderes möglich. Darum geht's. Ja. Wer war denn bei euch in der Nähe? Ja, nur Terste. Ja, aber Terste ist doch gerade eben vor Deacon getötet worden. Ja, aber das muss ja dann vor ganz kurzem gewesen sein, oder nicht? Ja, das sag ich ja. Ich kann voll viel rausnehmen. Ist doch wohl zwei Flasks gewohnt? Ja. Ich hab schon viel gewohnt. Weiß ich nicht, weil irgendwer die Story nicht verstanden hat, wahrscheinlich. Hätte ich nicht sagen müssen, der Knecht hat mich schon eine Hand gegeben, aber ist mir egal. So, und jetzt hoffe ich, dass ich auch mal killen kann. Aber es ist halt immer, ich komme einfach nicht dazu, so richtig. Ja, hat da jemand den Bait erwischt? Nee, ich hab tatsächlich nicht gekillt. Ich wollte dich gerade fragen, was das ist, weil ich komme von oben. Ich bin ganz am Anfang mit Dasher als erstes hochgelaufen. Wir haben nicht einen Kill gemacht, ne? Jetzt sind wir uns gerade gekreuzt. Und da liegt eine Leiche in der Deacon. Soll ich dir den Kill aus meiner Sicht sagen? Ne? Nee, wartet mal. Ich muss meine Sicht aus meiner Sicht sagen. Ja, nee, alles klar. Gerne. Ich bin verwirrt. Wow.
Und zwar glaube ich tatsächlich, dass Feine Katze und Joshi ein Team sind, weil die letzte Runde, okay, wo ich diese einen Kill reported habe, wo Bait gecallt wurde, was wahrscheinlich vielleicht auch ein Bait war, weil die Person gerade in Decon rein ist, konnten sich alle rausnehmen, bis auf die beiden. Ich habe ja gar nichts und gesagt, jetzt? Ich wurde ja nicht gefragt, wo ich bin. Ich stand ganz am Anfang, ich stand noch an der Plattform wieder. Also ich habe nichts und niemanden gesehen, ich stand im Launchpad letzte Runde. Ich hätte nichts und niemanden rausnehmen können. Ich bin mit Knechti und Thun in der Decon gewesen. Knechti ist als erstes raus, ich hinterher, Shoshi ist rein und Thun ist jetzt tot. Und das ist genau vor ein paar Sekunden gewesen. Dasher ist mit umgefallen, ne? Die Wandler war. Wie, wenn deine Aussage stimmt, dann ist die ganze untere Reihe böse. Also ich möchte jetzt noch einmal darauf mitteilen. Ja, ich hatte letzte Runde kein Alibi, aber ich weiß, dass letzte Runde der Kill legit maximal 2 Sekunden alt war. Ja, ist auch und so. Also ich habe ja gecallt. Ja, aber ich habe ja auch gecallt, dass es wahrscheinlich wie Bait aussieht, aber es ist jemand in die Decon rein gerade. Ich habe reported, weil ich sagen wollte, wenn jemand jetzt sieht, weil bei Mira kannst du überall hin wenden, bringt es ja sonst nichts. Wenn ich da warte und Decon reingehe und dann derjenige weggewendet ist. Ja, aber kann mal jeder sagen, wo er hingegangen ist, auf einer Map, wo man überall hinwenden, oder wen man gerade sieht, auf einer Map, wo man überall hinwenden kann, kann der aber andere Knecht einfach sagen, die no, kann doch jetzt gerade bestätigen, dass ich gerade nicht gekillt habe. Ich bin mit außer, Knechti zusammen raus. Außer, dass ein Vampir-Call noch existiert. Das war aber Terste, nicht ich. Also das könnte Bait sein, aber Flask ist definitiv auch nicht gut. Ich hab dir gerade meine Rolle gezeigt. Check den Vent im Medbay, du Mitspieler. Ich hab keine Chance mehr. Oh, Gott sei Dank. Oh, tut mir leid, Joshi. Ich bin Timebreaker, glaube ich. Ich hab Flask gewotet. Shit. Okay, bye! Immer noch nicht einen Kill gemacht, ne? Ach, na! Ja, ich bin nicht einmal dazu gekommen, irgendwen zu töten. Das ist insane. Ihr habt der so reingehäckselt. Ich bin nicht einmal dazu gekommen, jemanden zu töten. Vlesk hat Smaggy getötet. Feine Katze wurde von Vlesk getötet. Hä, hab ich Smaggy getötet? Weil ich Smaggy gemacht. Ach ja, stimmt, lol. Ich hab mich, selber irgendwie eingetrichtert, dass das ein Vampir war. Ich hab voll vergessen, dass ich dich getötet habe. Vor allem, eigentlich, ne, hätte jeder checken müssen, dass du da Käse erzählst, weil wenn Terse Vampire gewesen wäre und in der Runde gestorben ist, kann ich dann nicht mehr durch seinen Vampire-Biss sterben. Oh, stimmt, das habe ich voll verpeilt. True. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, nie wieder, Flask, nie wieder. Ja, aber warum lernst du auch nicht? Weiß ich nicht. Also warum glaubst du mir denn da überhaupt? Joshi läuft mir hier so sehr auffällig hinterher. Ich werde sterben. Oh. Da ist direkt jemand nach links gelaufen, hat eine Bombe in Electrical reingelegt und wird aus Medbay rauskommen. Pass auf, er hat eine reingelegt und er wird aus Medbay rauskommen. Nevermind. Die Cam. Es ist die Cam. Hallo. Ja, mein Bomber. Hallo. Ja, und ich kann euch sagen, dass der Bomber ist irgendwas Orangenes. Ich hab gedacht, zuerst Maimel war's und sowas, dachte ich sogar, dass der Bomber war, weil ich bin rein und der ist durch mich durchgelaufen, raus und ich habe halt nur noch Orange gesehen, also kann auch Dasher sein oder Thun, ja, einer von den beiden kann es auch noch sein. Könnte es halt Maimel sein? Warte mal, nee, Thun, wo liegt denn überhaupt die Bombe? Wo liegt denn überhaupt die Leiche? Die Bombe habe ich keine Ahnung, wo die liegt, ich habe noch keine Bombe gesehen, aber was ich gesehen habe, ist ein Flask, irgendein Flask. Der gerade in Camps Gang war, also von Upper Engine runterkam Richtung Lower Engine und wahrscheinlich da mitten im Gang eine Leiche hinterlassen hat.
Ja, also jetzt pass auf, ich erkläre jetzt auch mal, wie ich das gesehen habe. Also ich war da nämlich und ich habe gesehen, wie Thun Meimel hinterlassen hat tatsächlich. Ich genau glaube, Thun und nicht Man hört dein Grinsen. Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendeinem Mobbling daher. Aber du hast es freundlich erzählt, ich glaube dir, ich wollte Thun. Wes, willst du uns hier einen Bären aufbinden? Natürlich, so wie letzte Runde. Also, weil er kommt zwar verspätet, aber... Boah, ich würde dir erstmal... Ich würde erst später als nie. Ich würde dir lieber erstmal den Bomber rausrauten, oder? Wer ist das? Also ja, ist Wes der Bomber, oder wie? Ihr könnt mich gerne auf Bomber gänzen, aber dann sterbt ihr. Ja, also Vivi hat mich gesidekickt. Vivi hat mich gesidekickt, ich laufe in Electrical rein. Nee, ja, Vivi, lass mich ausreden jetzt, lass mich ausreden. Okay. Ich laufe in Electrical rein mit Meimel. Auf einmal liegt da hinter uns eine Bombe. Meimel hüpft in den Vent, macht die Tür zu. Ich denke mir so, geil, ich kann aufwenden, ich wende hinterher und töte den halben Security. Meimel war der Bomber. Meimel war der Bomber. Er hat das Problem gehabt, also war auch gut gemacht, Electrical Bombe und Tür zu. Das Problem ist, ich kann halt auch wenden, bin einfach hinterher. Aber die stimmt nicht. Ach ja, stimmt, war gelungen. Okay. Kann ich wenden. Okay. Was soll ich denn sagen, ey? Ganz ehrlich. Stugi ist böse. Stugi läuft mir jetzt hinterher, weil Stugi ganz genau weiß, dass ich seinen Imposter-Kollegen umgebracht habe. Oh mein Gott, es ist wirklich so. Scheiße, jetzt bin ich reingelaufen. Stugi auch. Ich habe Angst vor Stugi. Oh mein Gott, er hat mich gesaved! Er hat mich gesaved, der ist Time Master! Oh nein, nicht den Button drücken! Nicht den Button drücken! Ruhe jetzt. Sag's nicht! Wer auch immer du bist, sag es nicht! Ich bin nicht böse! Ich bin nicht böse! Sag's nicht! Nein! Ich hab ins Time Shield reingestochen. Ich opfer mich jetzt auch gerne. Ich bin Sheriff. Ich hab Meimel umgebracht. Ich bin nicht böse. Der Time Master sollte jetzt nichts sagen, ansonsten sind zwei Kumels raus. Bin ich nicht. War erste Runde, ich sehe, oh, Electrical ist eine Bombe. Dann dachte ich mir so, ich bin Sheriff, ich kann die Bombe abfangen. Ich laufe nach oben zu Medbay, guck rein und wenn da jemand drinne steht, bringe ich den einfach um. Dann dachte ich mir, scheiße, die Kamera ist an. Ich laufe nach links, sehe, wie Meimel gerade aus der Cam rausläuft, schieß rein, er ist tot. Ey, glaube ich dir nicht. Also du bist gerade in mich reingedippt und dann konnte ich das gerade noch ziehen, rechtzeitig. Ja. Klar. Also, das war mein Timeshield. Also, ja, das Ding ist halt, Flesk, ich würde dir gerne glauben, aber du hast die Runde vorher gesagt, ich habe in deinem Timeshield gestochen. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass ich zweimal hintereinander lüge? Ist doch super unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Also unser Morgen hast, dann wird nie jemand lügen. Ich finde, das sagt Smaggy eigentlich nicht. Alles fein. Also, das macht jetzt alles Sinn, die Aussage von vorher, dass er gedacht hat, dass Meimel gewendet ist. Ja, glaubt mir. Und der nach oben gelaufen ist. Weil der ist halt rausgelaufen, er ist durch mich durch und für mich war es Meimel von der Farbe. Deswegen habe ich ja gesagt, dass er Bomber war und so. Also das kann stimmen. Richtig. Aber vielleicht denkt der Jakal jetzt trotzdem, scheiße, was ist, wenn er Imposter ist oder Thief oder so? Ich könnte ja immer noch alles sein, ne? Traut euch bitte nicht. Du könntest ja dann lass doch was geben. Richtig. Können wir nicht. Ich würde jetzt einfach mal irgendeinen Namen einwerfen, damit ich nicht gewotet werde. Okay, meine Katze. Oh, das finde ich jetzt aber frech. Da wurde ich mit. Ja, ich wurde Items meine Katze. Das ist sowas wie spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song. Und los. Let's go. Items ist, das gibt Subgifts von mir. Und es ist der einfachste Installator geworden. Ich will jetzt Sachen warm machen. Wie du es essen. Ich muss mich auch mal saven. Okay, ich weiß, dass Stugi proof ist. Sehr gut. Ja, also die lassen sich aber auch von mir belabern gerade. Das Ding ist, also ich habe auf Stugi, ich war mir so sicher, dass Stugi mich umbringen will, weil er weiß, dass ich Sheriff bin und seinen Imposter-Kollegen umgebracht habe, aber das war natürlich nicht der Fall. Faru glaubt mir jetzt. Ich würde sogar sagen, dass Faru auch eine gute Socke ist. Knechti steht hier, ein bisschen auffällig. Wolle läuft rein, zu Knechti.
Ich dachte, dass Leute zu mir in Security reingelaufen sind, aber das war nicht der Fall anscheinend. Oh, wenn Smaggy jetzt hier wendet gleich, dann bring ich ihn um. Ne, läuft wieder raus. Toon, Wolde und Clör sind in Nav. Dasher auch. Ich proof jetzt einfach Shoshi. Weil ich kann eh nicht mehr. Ich komme da eh nicht mehr raus. Vorher noch bei uns warst, Maggie? Stuggi. Ja. Also Vlesk war gerade noch am Leben. Vlesk geht aus den Camps raus. Ich bin in den Camps drin. Hab nur gesehen, du kommst rüber, geh deswegen raus. Und also ja, Vlesk, die ist gerade umgefallen. Lass dich gerade gefallen. Ist, war jetzt nicht der beste Move, wenn ich mal darüber nachdenke, aber genau. Ich dachte mir so, ey, möglicherweise hat er sich erschossen, ja. Ja. Oder er wurde getötet. Dann wissen sie jemand, dass Shoshi nicht böse ist, so, Stuggi ist auch nicht böse. Oh, genau. Ja, ich habe ihn als Hacker getötet, das funktioniert gut, müsst ihr auch mal ausprobieren. Ja, mach ich. War nicht so schlau. Okay, kaufen wir Vlesk nun die Geschichte des Sheriffs ab? Oder ist die Geschichte war überhaupt nicht der Bomber? Ah, das darf ich ja. Ich glaube, ja, er war. Dann wäre Vlesk halt trotzdem zerplatzt, so wie ich es gerade gehört habe an mir. I guess. Ja, okay. Nee, dann wird das ja keinen Sinn mehr ergeben. Also, wenn wir nicht glauben, dass Vlesk der Sheriff war, dann kann er sich nicht an die erschossen haben. Ja, ja, ich wollte nur in den Camp sehen, dass du halt gerade rübergekommen bist. Halt ich bin nicht raus aus dem Camp. Auf einmal liegt ein toter Vlesk. Also, ich glaube, der hat sich. Aber was, wenn er nicht Sheriff war, sondern Thief? Ja, aber dann hätte er, wäre das nicht mehr, weil der hat doch mein. Er hat doch nicht auf mich geschossen. Nein, dann wäre er doch schon wieder ein Killer gewesen, weil er meinte, der Bomber, ja. Ja, das geht ja nicht. Ja, okay. Ja. Der Bomber war 100 pro Orange, also das Zwergi, Frage, wer hat dich gesidekickt? Ich. Guess mich auf Sidekick. Naja, ich bin kein Gesser. Mach das knapp. Bin kein Gesser. Nein, ich bin kein Gesser. Ich bin gerade. Warte, damit ihr wisst, ne, also damit ihr die Situation einmal wisst, ich hab, also Stuggi und. Oh mein Gott, Shoshi kann bestätigen, dass ich mit dem Kill gar nichts am Hut habe. Er sagt eine Rolle. Ich bin in Security. Nein! Ich bin in Security gerade reingelaufen. Das Ding ist, eine Rolle! Das Ding ist, wenn ich es richtig gesehen habe, dann müssten Wolde, Katze und Smaggy safe sein. Der Erste auch. Ich kann aber nicht sagen, warum. Wieso war der Erste? Warum kriege ich mit Votes? Okay. Ja, Smaggy, Stuggi war mit dem Raum, nicht ich. Ja. Bomber. Ja, also war jetzt nicht so schlau von mir, ich hätte nicht auf Shoshi schießen dürfen, weil ich war derjenige, der wusste, dass Stuggi safe ist. Und das ist jetzt halt weg. Das ist jetzt halt weg. Leider. Dasher und Knechti laufen an mir vorbei. Und der Kill ist ultra frisch. Der Kill fällt, also Knechti fällt am Tisch noch um. Mhm. Also da war niemand in der Range. Aber ist der Erste dann vielleicht Lava Part dazu, oder? Weiß ich nicht. Aber Smaggy, da will ich jetzt mal kurz fragen. Meinst du, ich würde wirklich reinstechen, wenn ich mit Thun aus... Ich sagte nicht, dass du reingestochen hast. Ich sagte auch nicht, dass ich dich draufschwingen sehen habe. Knechti ist alleine am Table umgefallen. Ich hab nur gesagt, du bist mit ihm an mir vorbeigelaufen, Shoshi eigentlich auch, aber Shoshi ist wieder umgedreht, Shoshi war deshalb wieder links bei mir und Knechti ist am Tisch umgefallen. Und aber ich hab dich nicht mehr in der Nähe gesehen. Weil ich Shoshi nur halb anwesend bin. Nee. Wo haben wir schon irgendwelche Imposter-Rollen? Nee. Es gab einen Bomber und das war Maimel anscheinend. Ja, es gab ja dann auch keine Bomber. Ich kann nicht so lange heute. Also ich eine Stunde also oder so. Anderthalb würde ich vielleicht nicht machen, aber ich kann nicht endlos machen. Die sind halt gleichzeitig umgefallen. Smaggy. Okay, Smaggy und Vivi sind böse. Ja, ich glaube. Aber so bis 23 Uhr könnte ich theoretisch. Aber halt nicht länger. Sind, oh,
Die sind die gleichzeitig umgefallen, Wolle. Ich kann dir nicht sagen, nein, sind warum. Sie nicht. Maggie, Vivi, wollen wir Voldemort voten? Ich meine schon, also wenn, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen verschätzt. Wenn, dann müsste jetzt Maggie voten. Also ich habe jetzt Maggie gewotet, weil das war offensichtlich der Bait. Ich habe letzte Runde schon Maggie gewotet. Ich verteidige ihn nicht. Warum ist das der Bait? Aber guck mal, Voldemort, weißt du, was keinen Sinn ergibt? Gerade habe ich auch einen Kill reported, der gerade umgefallen ist. Das heißt, keine 2 Sekunden alt war. Da war ich mit Shoshi und mit Stuggy in einem Raum drin. Ja. Und jetzt bin ich gerade mit Dasha und Shoshi in der Cafeteria und da ist die Leiche umgefallen. Ja, aber Wolde, also, egal ist, welche, Wolde ist safe. Bei mir Wolde sah es aber so aus, als ob du draufgesprungen bist. Wolde ist safe. Ich weiß, welche Rolle er hat. Das ich konnte, ich kann mir halt nicht zum Reden, das ist halt das Problem. Oh, Vivi, bist du etwa Lover mit Voldemort? Ja, das war falsch. Nee, nee, das war falsch. Ich war der Deputy und war Sheriff dann nach des Tod. Ja, weiß ich nicht, Smaggy, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ehrlich gesagt. Ah ja. Man hätte eine gute Runde werden können, wenn ich da nicht so reingedrückt hätte. Mit dem Shoshi-Schuss. Der war ein bisschen blöde. Da wollte ich zu viel und zu früh und war nicht geduldig. Und Stuggy wäre eben mit mir rumgelaufen, sprich, ich wäre relativ safe gewesen auch. Ah, Stuggy hat schon wieder jemanden erwischt. Ja, was diesmal? Wen hat er diesmal erwischt? Hab's gar nicht gesehen. Vivi, ne? Wahrscheinlich. Ja, ihr könnt keinen Button mehr drücken, Leute. Das geht nicht mehr. Stuggy muss halt, ja. Es läuft Thun halt vor Stuggy weg und damit ist Stuggy auch ziemlich RIP, glaube ich. Ja, aber Shoshi ist noch da. Und die braucht nur noch eine Person. Oh mein Gott, Shoshi hat gewonnen. Ne? Die bleibt gerade bei Stuggy, um den anzuzünden. GG. 5, 4, 3. Nevermind. Hat in den Time Master gestochen. Stuggy und ich chillen hier zusammen. Stuggy. Ja, die chillen bei dem Button. Ja, kannst ja, du das sagen, steht die ganze Zeit, steht da die ganze Zeit in den Dings rum und ich stehe halt darüber. Wobei aber beim, vor dem Dings, vor dem Timeshield bist du noch in Security reingelaufen. Klar, auf jeden Fall. Ah, ja, genau, da standet ihr dann irgendwie zu dritt oder so und dann bin ich mit also ich habe nichts geworden. Ja, ich wollte gerade auch in Security laufen und dann bin ich wieder in Reaktor reingespult. Also keine Ahnung, für mich ist Stuggy halt einfach wirklich safe. Er hat einmal, war ich mit ihm alleine, Helmi, danke für 15, ja, genau. Ist und so, da hätte er mich 100 Blut getötet. Und aber auch Juntu, danke für die 40 und Froschi, langen Dank für die 9. Legenden. Aber mir bei Camps gestanden und so, und hat dann auch in Admin nicht machen können, ne? So, keine Ahnung, also für mich war Stuggy bisher. Nee, Stuggy ist für mich auch clean. Also, Stuggy ist es für mich halt absolut safe nicht und Shoshi nicht. Wenn er komplett safe ist, ich bin nicht der Time Master. Aber, ne? Also, warte mal, wir standen doch gerade alle an den Camps in dem Bereich. Ich sagen, das Ding ist, ich bin mit Thun zusammen. Wenn Thun jetzt nicht sagt, er ist der Time Master, ich bin mit Thun zusammen nämlich hingelaufen und ich würde Thun rausnehmen dann für den Kill. Ich würde Faru Ich kann Shoshi auch rausnehmen und dann sind Faru und Stuggy da aufgetaucht und Stuggy ist irgendwie hinter Faru hergerannt, deswegen genau. Faru ist vielleicht der Time Master, aber dann habe ich das missinterpretiert. Aber wir beide sind ja Faru. Ich glaube, Krell war das. Dasher, waren wir nicht gerade eben zusammen Richtung Shields? Ja, aber nicht bei dem Time, nach dem Timeshield nicht. Ach so, nee, aber beim Kill. Beim Kill? Ja, beim außer Kill, du willst mir erzählen, dass die Leiche von dir verursacht wurde. Ja, kleiner schwere Nöter. Das Ding ist, ich. Aber warum, also ich warum eigentlich kommt gedacht, zum Beispiel Stuggy jetzt auf die Conclusion, dass ich der Böse bin? Hier in der Geschichte. Nachdem ich mit Dasher gerade eben Richtung Shields bin und dann sehe ich aber bei ihr Leiche mitgefunden. Ja, ich überlege nur. Weil ich versuche, das Ding hier aufzulösen. Versteht ihr, was ich meine? Ich okay, versuche gar nichts mehr aufzulösen, Freunde. Offensichtlich löse ich nichts mehr. Ja, am besten nicht. Ciao, Freunde! Ich verstehe nicht, warum Claire nicht einmal eine Bombe gelegt hat. Weil wenn Claire irgendwann eine Bombe gelegt hätte,
dann hätten die Leute auf einmal angefangen, wieder gegen mich zu schießen, weil ich dann ja offensichtlich mit meiner Bomber-Story Bullshit erzählt habe. Ich habe den Bomber ja gar nicht getötet. Also hätte Clear einfach eine Bombe gelegt, hätte er mich schon richtig früh rankriegen können. Dann hätte ich sagen müssen, ah ja, ups, dann war es Zufall. Sauer gemacht, Alter! Was laufst du durch die Gegend? Oh, scheiße, Blöder! Ja, scheiße, brennt alle in der Hölle, brennt! Gut gemacht. Ja, Mammel, das war... Der Rechenweg war falsch, das Ergebnis war richtig. Super. Ich bin eine Kuh. Oh. Oh, Deputy. Handcuff die Imposters. Ich versuch's. Ich werde es versuchen. Hier, Handcuff, Shoshi. Never mind. Ich hab Shoshi gehandcuffed. Instant Sidekick. Ich werde einfach mal... Ich will mal eine Runde einfach wieder Unsinn erzählen. Die ganze Zeit. Permanent. Mal hier rein und hier rein. Und hier kurz mal raus. Jetzt hätte ich fast Mimel abgestochen, ne? Knappe Geschichte. Die Lava. Die Lava da oben. Der erste Kill war ein Insta-Clean. Schubidubiduba. Also ist Klör gecleant worden. Wild. Und ja. Stugi und Shoshi liegen beide an der Weather Nose. Die dachten sich wahrscheinlich, wenn wir zusammenbleiben, sind wir also safe. Und ich dachte mir so, scheiß drauf. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall wild. Scheiße, jetzt ich gerade im O2 gesehen. Also Klör wurde instant, also als der Flash kam, bin ich, war ich CK beim Lava Pit, wollte an die Lifeline gehen und gucken, ob sonst noch jemand tot war, aber Klör war dann instant schon gecleant. Also müsste ein cleaner Duo, also ein Poster cleaner Duo sein. Ja, es muss auch, es muss fast schon Bounty Hunter und cleaner sein, ne? Meinst du? Ja, weil die, also ich hatte drei Flashes, ich sag das jetzt einfach so, ist mir egal. Sprich, es war kein Lover dabei. Es war ein Lover dabei. Ah, okay, ja, nevermind. Ich denke mal, dass Shoshi und Shoshi und Shoshi die Lover. Sehr gut. Ich habe eine Frage. Wie viele wurden gecleant? Ich habe nicht gesehen. Einer. Ja. Okay. Aber Stugi und Shoshi. Also ist Knecht hier relativ safe, einfach das hier, oder nicht? Katze meinte, Shoshi liegt auch da. Unter also ich kann euch das jetzt deduktieren, wenn ich am Ende recht habe, erwarte ich dafür wenigstens ein bisschen Streichli. Ja. Okay. Shoshi und Stugi werden Lover gewesen sein. Der Mate von Stugi oder Shoshi wird der Warlock sein und seinen eigenen Mate gewarlockt haben, damit er ihn nicht umbringen kann. Oh. Dadurch, dass der aber zu nah an seinem eigenen Lover stand, hat der Kill des Warlocks dadurch dann seinen Mate und den Lover umgebracht. Das erklärt auch, warum die beiden da oben sind. Und für den VIP-Kill kann ich übrigens Thun und Knechti rausnehmen. Danke. Und wenn das später wirklich so war, dann natürlich Wolde und mich. Wolde war noch nicht. Stimmt. Knechti und Wolde. Ich wollte gerade fragen, wann haben wir uns gesehen, aber. Nee, bei dem VIP-Flash von dem ersten Kill, der dann da passiert. Ich war am Baum mit WW, glaube ich. Ich würde sagen, wer war denn im Baumraum da bei mir gerade? Ja, Mimel, ne? Ich weiß es gleich tot, bemerke ich mal Smaggy, Wolde und Thun, bitte. Smaggy, Wolde und Thun, okay. Schreibe ich mir auf. Oh Mann, einfach nur eine Scheiße labern, es macht immer am meisten Spaß. Man hat ja auch eine Camouflage drin, glaube ich. Ist einfach nur Bullshit. Ist einfach nur Bullshit. So, keiner kann mich sehen hier. Ich bin... Perfekt versteckt. Mu. Oh, okay. Boah. Ich hatte gerade die Task im Office, schön. Was ist los? Lesk hat auf mich eingestochen. Hä?
Du Trolls. Nein, ich habe noch gesehen, wie du der die linke Person, was du auskommst, nach. Du Trolls komplett. Links gelaufen du bist. Trollst, nein. Aber zu 100%. Es gibt keine andere pinke Person. Ich bin gerade. Na, das war jetzt nicht so schwer. Naja. Okay, ich habe nicht aufgepasst, was Wolle gesagt hat. Ich bin, während ich camouflage. Was geht denn ab? Oh nein. Ja, Smeggy wurde als Time Master gegessen und Voldemort als Mayor, ist ja klar. Das check ich. Ich bin gerade. Das ist natürlich scheiße für mich. Aber ich bin, während ich camouflaged war, reingelaufen. Mit einer anderen Person. Und ich bin mit einer anderen Person rausgezogen worden. Und ich bin wieder zu Smeggy hingelaufen. Deswegen hat er mich überhaupt gesehen. Wer war denn die andere Person? Weiß ich nicht, weil wir camouflaged waren. Das Problem ist, Maggie hat sein Leben dafür gegeben. Und wenn es falsch ist, hat er geändert, könnt ihr euch gleich. Ja, hat er auch. Schreiten, ja. Ne? Aber haben wir nicht einen Warlock? Hat Katze nicht gemeint, das ist ein Warlock-Kill gewesen, das eine? Das kann kein Warlock-Kill gewesen sein. Okay. Ja, nee, wir haben Camo und Cleaner. Wir haben Camo und Cleaner. Ach so, stimmt. Der Cleaner, okay, oder dann, haben wir vielleicht ja, dann Flask sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Ja, das sieht in der Tat sehr schlecht aus für mich. Ja, wir müssen halt leider jetzt noch tot. Also ja, ich konnte halt in der ersten Runde Faro und Müll rausnehmen und ich weiß, dass Darker Color den Kill an Shoshi und Stugi gemacht hat. Deswegen habe ich gesagt, Smeggy, Thun und Wolde. Wenn Smeggy und Wolde als Crew raus sind, dann hat Thun den Kill an Shoshi und Stugi gemacht. So, kann mich gerne voten. Ich glaube dir, ich vote mit dir auf Thun. Geil. Du weißt, wie ungern ich dich vote, aber diesmal muss es leider sein. Ja, ist okay. Solange ihr danach Thun raushaut, ist mein Job getan. Ich war Dete. Also mein Thun ist auf jeden Fall böse. Yep. Ich glaube ihm immer noch nicht. Naja. Meine Theorie war falsch. Ich krieg keinen Streichli. Ich hab für Fless. Ja, also ich hätte mich vielleicht sogar noch rauslabern können mit Smeggy, aber dadurch, dass Thun beide direkt rausgewotet hat, stehe ich dann halt dumm da, ne? Was okay ist, solange halt Thun gewotet wird. Das Problem ist, ist auch ein bisschen tricky. Ja, wobei, ist nicht tricky. Nee. Nee, wir hoffen einfach, dass Thun raus ist. Naja. Das Ding ist, ich wurde gerade verfolgt, aber ich hatte tatsächlich panisch Angst zu sterben. Wer ist mir denn da gerade auf dem Field entgegengekommen? Faro, du warst doch noch im Lab, ne? Draußen ist mir gerade einer reingekommen, als ich rausgelaufen bin. Das und da ist ein Report-Button gewesen. Ich bin weggerannt und habe den Report-Button. Ich wusste nicht, dass Thun wirklich böse ist und ich habe testet tatsächlich den. Das heißt, zwischen Knechtin und Maimil ist auf jeden Fall der Killer. Okay, meine Story ist ganz kurz, ich kam gerade aus O2, mir ist gerade jemand im Camo entgegengekommen, vorbeigelaufen Richtung O2. Ja, das war ich. Und du bist Richtung Office gelaufen. Genau. Aber es war übel gut für uns, weil Maimel ansonsten 1-2 spielen müsste. Ich hab gerade das Lab, oder? Ja. Ja. Da ist gerade, bin ich rausgelaufen, da ging Camo an. Also zu dem Zeitpunkt, wo Camo anging, Knecht, die habt ihr euch gesehen, oder was? Yes. Ja. Also Maimel hat ja auch niemanden getötet, ne? Seid ihr beide. Ich wollte dich hier einfach. Faro ist im Lab. Ich bin rausgelaufen. Warum sollte ich jetzt diesen Kill reporten? Also, weil es ein Bait war? Das könnte ein Bait sein. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber. Ich bin noch einmal um den Kreis rumgelaufen. Also, wenn Faro und ich im Lab sind und ich laufe zuerst raus, dann kill ich doch da nicht. Also, Faro kommt doch kurz nach mir raus. Vor allem, ich sabotiere doch da nicht Lights. Damit er dann rauskommt und diesen Kill findet. Und dann reporte ich vorher. Wann ist der Kill her? Ich reporte jetzt Knechti, glaube ich. Ich vote Knechti. Also wenn ihr mich votet, habt ihr dann 22, habt ihr komplett verloren. Genau. Wenn ihr alle Killer seid, ist es okay. Dann sagt es mir einfach direkt, dann vote ich mich selber. Nee, ich bin Medic und ich hatte First Round Shoshi mein Schild gegeben. Deshalb wusste ich, dass Shoshi mit Stuggy Lover war. Weil das war die einzige Condition, in der sie sterben konnte. So, oder sie hat selber geschossen, als Sheriff oder sowas. Das könnte natürlich auch sein, ja. Aber warum votest du an mich, Knechti? Das ist ja dann komplett falsch. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, das ist falsch. Ja, ihr seid beide, oder?
Oh Mann, ihr seid beide. Eins gegen eins. Und wo geht? Ich denke, das war sogar relativ gefährlich für Malmö. Hier, bitte hier. Weil da gewinnt immer der Imposter eigentlich. Sag, wenn du ready hast, Mann. Ich wusste ja, dass ich fliege. Er gewinnt halt immer, danke, hier gewinnt immer der Imposter. Ja. Wo seid ihr? Ich wusste ja, dass ich fliege. Wo seid ihr? Wir sind im Office. Main Hall. Main Hall. Alright. 3, 2, 1 und los. Verdammt! Dieses 1 gegen 1 verstehe ich immer nicht. Da gewinnt doch immer der Imposter, oder nicht? Nein, ja, immer der mit besten Ping. Wenn beide sterben, gewinnt der Imposter. Hast du. Genau, also größere Bizeps. Bestimmt auch. Aber tatsächlich, wenn du von oben movest, bist du im Vorteil. Und auch wenn du generell movest. Also wenn du stehen bleibst, bist du auf jeden Fall im Nachteil.